Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld, nachdem am Sonntag zwei PKW Golf gegen 19 Uhr zusammenstießen. Ein 23-Jähriger befuhr die Dresdner Straße in Richtung Zwickau und überholte in Höhe der Einmündung zur Mösener Straße trotz Überholverbot. Er überfuhr eine Sperrfläche und überholte zwei vor ihm fahrende PKW. Zeitgleich kam ihm auf der B173 ein 21-jähriger Golffahrer entgegen. Beide stießen frontal zusammen und schleuderten in den Seitengraben. Die Feuerwehr mussten die Fahrer aus ihren Wracks befreien. Der 23-jährige Unfallverursacher wurde schwerst verletzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 46 in eine Chemnitzer Klinik geflogen. Der 21-jährige Unfallgegner wurde mit einem Rettungswagen in das Heinrich-Braun-Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Die Bundesstraße war bis in die Nachtstunden halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.